herzlich willkommen bei Bahnbericht Bayern, eurem Format für alle Neuigkeiten und Besonderheiten rund um die Eisenbahn in Bayern und Umgebung. Auch im Oktober gab es viele Neuigkeiten rund um die Eisenbahn in Bayern. Heute erfahrt ihr, wo es im Nahverkehr erheblich hakt, wie ihr beim Fernverkehr 2023 bares Geld sparen könnt, warum ihr schnell nach Schwandorf sollt und welche Loks die Südostbayernbahn eventuell für die Zukunft plant. Schauen wir uns die wichtigsten News nun genauer an. Starten wir mit einer Meldung aus dem Stadtverkehr München. Die C2-Züge können nach einer langen Zulassungsprozedur endlich im Gesamtnetz der Münchner U-Bahn eingesetzt werden, wie die MVG mitteilte. Die erste Bestellung von 21 Fahrzeugen wurde bereits 2010 bei Siemens getätigt. Zwischen 2013 und 2015 wurden die ersten Züge ausgeliefert. Die Erstzulassung auf einen Teilbereich der U6 zwischen Garching und Fröttmanning wurde aber erst 2016 erteilt. Schrittweise wurde die Zulassung ausgeweitet und schlussendlich 12 Jahre nach Bestellung in diesem September für das Gesamtnetz erteilt. Hauptsächlich sind die Züge auf der U1 und U2 momentan vertreten. Auf der U4 wird man sie dagegen kaum antreffen, da dort überwiegend Kurzzüge fahren. Nach den ersten 21 Zügen wurden 2019 weitere 24 Züge aus der ersten Option bestellt. Mitte 2020 wurden dann weitere 22 Züge aus der zweiten Option eingekauft. Und schließlich im April 2022 nochmal 18 Züge, die aber neu ausgeschrieben werden mussten, da keine Option mehr offen war. Weiter Probleme im Werdenfels. Die Strecken von München Richtung Süden finden keine Ruhe. Nach dem Unfall mit dem Doppelstockzug im Juni sind einige Strecken nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Aus der Region hört man Stimmen, dass die Kochelseebahn von Tutzing nach Kochel zu viele Störungen aufweist und zu oft gesperrt ist. Die Strecke von Garmisch-Partenkirchen nach Mittenwald wurde kurzfristig nach Schulbeginn wieder gesperrt und die Buskapazitäten reichen nicht, die Schüler alle aufzunehmen. Außerdem ist die Strecke nach Oberammergau vollgesperrt. Sie soll erst zum Fahrplanwechsel wieder in Betrieb genommen werden. Vor Ort wird aber auch das bezweifelt. Und mit der Wiedereröffnung der Werdenfelsbahn im Unfallabschnitt werden die Züge aufgrund von Langsamfahrstellen und dadurch verschobenen Zugkreuzungen auf der eingleisigen Strecke erheblich länger unterwegs sein. Besonders hart trifft es einen Regionalexpress. Dessen Fahrzeit erhöht sich um geschlagene 26 Minuten. Da ist der Unmut aus der Region durchaus verständlich. Vorlaufbetrieb auf der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm. Zum Fahrplanwechsel wird die Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb genommen. Da Stuttgart 21 noch nicht fertig ist, gibt es einen Vorlaufbetrieb. Der dann gültige Fahrplan bringt aber einige Überraschungen mit sich. So muss man beispielsweise mit einem Zug fast eine halbe Stunde in Märklingen rumstehen. Und wenn man den falschen ICE erwischt, ist man 15 Minuten länger unterwegs. Dazu aber mehr in einem gesonderten Video. Ich verlinke es in der Videobeschreibung, schaut dort gerne vorbei. Bahn erhöht Preise im Fernverkehr. Die Zeit des günstigen Reisens unter dem 9-Euro-Ticket ist wohl vorbei. Die Bahn erhöht die Preise im Fernverkehr deutlich. Ab dem 12. Dezember, also zum Fahrplanwechsel, wird eine Fahrt im Fernverkehr im Durchschnitt 4,9% mehr kosten. Angesichts der Inflation und der Energiepreise war aber dieser Schritt zu erwarten. Und ich persönlich hätte sogar eine höhere Steigerung befürchtet. Hoffentlich werden dann aber auch die Züge um 4,9% zuverlässiger. Konkret heißt das, dass der Einstiegspreis zum Sparpreis zwar gleich bleibt, vermutlich aber das Kontingent kleiner wird. Also Frühbuchen lohnt sich nun doppelt. Und die Sitzplatzreservierung bleibt auch unverändert. Der Normalpreis steigt aber dagegen. Genauso die Preise für die Bahncards. Die Bahncard 25 kostet dann in der zweiten Klasse um 3 Euro mehr, die Bahncard 50 um 10 Euro. Nur die Probebahncard 25 und 50 bleiben unverändert. Diese rentieren sich dann bereits häufig ab der ersten Fahrt. S-Bahnwerk in Aubing geplant. In Aubing ist momentan ein altes Betriebswerk für Regionalzüge. Lange waren dort viele alte Wagen abgestellt. So sah man beim Vorbeifahren häufig einige N-Wagen oder alte Doppelstockwagen. Auf diesem Areal soll nun eine hochmoderne S-Bahn-Werkstatt entstehen, die das Werk Steinhausen ergänzt. Mit der zweiten Stammstrecke in München soll die Verkehrsleistung der S-Bahn erheblich ausgeweitet werden. So sind Regio-S-Bahnen bis weit über die Grenzen Münchens hinaus geplant. Dafür werden mehr Fahrzeuge benötigt. Das Werk Steinhausen ist aber bereits an seinen Grenzen angelangt und kann nach der Erweiterung vor ein paar Jahren auch nicht mehr groß ausgebaut werden. Daher wird das zweite Werk notwendig. Baustart der 230 Meter langen und 50 Meter breiten Halle soll 2024 sein. Hoffentlich geht da auch alles gut und es wird rechtzeitig fertig. Nach der Fertigstellung entstehen dort 100 bis 150 neue Arbeitsplätze.
Wer also einen neuen Job sucht, kann sich dort gerne umsehen. Interessiert euch eigentlich, welcher Fahrplan nach der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke geplant ist? Dann kann ich den momentanen Planungsstand gerne in einem Video vorstellen. Schreibt es mir in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch dann dieses Video nicht. ABS 38 aus für die Dorfener Variante. Viele haben es bereits vorausgesagt. Die von Dorfen favorisierte Variante zum Bahnausbau München-Mühldorf-Freilassing kann so nicht umgesetzt werden. Daher hat die Stadt Dorfen diese verworfen und will nun die DB-Variante entsprechend mittragen, aber nachverhandeln. Einige Stadträte zeigen sich damit nicht zufrieden. Der Beschluss sei aber eindeutig, teilte der Bürgermeister mit. Mit einem Baustart ist für 2027 geplant. Alex fährt weiter nach Prag. Das heutige Alex-Nord-Netz von München nach Hof und Prag wurde in zwei Losen neu ausgeschrieben. Ab Dezember 2023 wird dann stündlich abwechselnd nach Hof und nach Prag gefahren. Das Rangieren in Schwandorf entfällt aber dadurch. Das Los 1 München-Hof wurde dabei an DB Regio vergeben und das Los 2 für die Verkehre nach Prag an die ÖBB-Tochter Allegra. Die Länderbahn, also der Alex, erhob aber dagegen Einspruch gegen Los 2 und bekam Recht. So wurde Allegra von der Vergabe ausgeschlossen und das Los neu vergeben. Wie Ende September bekannt wurde, darf die Länderbahn die Verkehre nach Prag nun doch weiterführen bis mindestens Dezember 2027. Also noch schnell nach Schwandorf, denn Ende nächsten Jahres ist Schluss mit der Zugvereinigung durch Umrangieren. Südostbayernbahn testet neue Loks. Die Südostbayernbahn setzt momentan vor oder hinter ihren Doppelstockwendezügen Lokomotiven der Baureihe 218 und 245 ein. Die Lokomotiven der Baureihe 218 sind teilweise über 50 Jahre alt, die Trax-Mehrmotoren-Lokomotiven der Baureihe 245 glänzen durch ihre Unzuverlässigkeit. Außerdem sind die 245er jetzt schon bei der ersten Hauptuntersuchung, da sie bereits 8 Jahre im Einsatz sind. Man will den Loks dem Vernehmen nach keine zweite Hauptuntersuchung spendieren und überlegt sich Alternativen. Deshalb testet die Südostbayernbahn Mitte Oktober die Vectron Dual Mode der Baureihe 248, wie sie auch DB Fernverkehr bekommt. Vor einem 5-Wagen Doppelstockzug gespannt wurde ein Regionalbahn und ein Regionalexpress simuliert. Fahrgäste waren bei der Testfahrt nicht dabei, aber es wurde an allen Bahnhöfen, an denen auch Regionalzüge halten, ein Halt mit Fahrgastwechsel nachgespielt. Da die Mitarbeiter der SOB offensichtlich zu 100% hinter der Eisenbahn stehen, haben sie extra für diese Zwecke den Wagenpark mit dem Bahnlab Bayern Steuerwagen genommen. Im Wendezugbetrieb konnte aber nicht gefahren werden, da die eingesetzte Testlok keine passende Wendezugsteuerung besitzt. Im elektrifizierten Abschnitt zwischen München Ost und Markt Schwaben wurde dann tatsächlich mit Strom gefahren, im restlichen Abschnitt musste der Dieselmotor verwendet werden. Die Lok bringt 2 Megawatt Leistung auf die Schiene, was etwas mehr ist als die Baureihe 218, aber 200 kW weniger als die Trax. Im elektrischen Betrieb bringt sie 2,4 Megawatt auf die Schiene, also nur geringfügig mehr als im Dieselbetrieb. Die höhere Achslast von 22,5 Tonnen könnte die Einsatzgebiete etwas einschränken. Da aber auf den Strecken, auf denen mit Doppelstockzügen gefahren wird, sowieso auch schwere Güterzüge fahren, wird das in der Praxis für die Südostbayernbahn unerheblich sein. Was denkt ihr? Soll sich die SOB Vectron Dual Mode beschaffen? Schreibt es mir in die Kommentare. Meine persönliche Meinung? Ich bin zwar ein riesiger Baureihe 218-Fan, aber man sollte nicht unter Fahrdraht dieseln und auch nicht im Realbetrieb Museum spielen. Also ja, bitte einkaufen. Das waren also die wichtigsten News aus Bayern im letzten Monat. Mir hat das Erstellen des Bahnberichts Bayerns viel Spaß gemacht und freue mich schon auf den nächsten. Ich hoffe, ich konnte euch viele nützliche Informationen liefern. Sollte ich etwas Wichtiges vergessen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben. Und lasst doch bitte gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich würde mich darüber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.